Zeiten vor dem Großen Krieg erlebte die Republik Frieden und Wachstum. Dutzende neuer Systeme traten dem Galaktischen Senat bei. Für das Sith-Imperium dagegen war diese Zeit durch die Intensivierung der Kriegsvorbereitungen geprägt. Ein Projekt, bei dem selbst die Sith kooperativ waren und Opfer brachten. Ich vermutete schon lange, dass die Sith damals Generationen damit verbracht haben, die Politik der Republik und den Jedi-Orden zu infiltrieren. In den historischen Daten, die ich untersuchte, finden sich Beweise für solch einen Fall. Aizon Gynt war ein Jedi in vierter Generation und für viele der vielversprechendste Padawan im ganzen Orden. Der ehrwürdige Jedi-Lehrer Meister Beryl O'Vear nahm Gynt als seinen Schüler auf. Gemeinsam reisten sie durch die Galaxis und studierten die Mysterien der Macht. Mit den Jahren wurden beide immer ehrgeiziger und nahmen sich schließlich einer gewagten Mission an. Sie zogen aus, um die alten Sith-Tempel auf Yavin 4 zu erkunden. Ihr Ziel war es, die letzte Ruhestätte von Naga Sado zu finden, einem der mächtigsten Sith-Lords aller Zeiten. Auf Yavin 4 angekommen, fanden O'Vear und Gynt heraus, dass Naga Sados Massassi-Krieger die Jahrhunderte überlebt hatten. Die Massassi waren eine Unterart der Sith und bildeten das Rückgrat der frühen Sith-Armeen. Doch Naga Sado zwang seine Massassi-Anhänger zu grausamen Experimenten und machte sie zu Monstern der dunklen Seite. Gynt und Meister O'Vear kämpften tapfer gegen die Massassi. Doch sie mussten sich geschlagen geben und tief in den Tempel fliehen. Dort entdeckten sie die dunklen Energien, die in Naga Sados Grab lauerten. Wochen später kehrte Meister O'Vear allein zum Jedi-Tempel auf Coruscant zurück, verletzt und fast verrückt von den Qualen, die er erlitten hatte. Nach langer Heilung sprach Meister O'Vear von den schrecklichen Erlebnissen und Gynts tragischem Tod. Jahre vergingen. Dann, eines Tages, erschien Aizon Gynt in der Kleidung der Massassi-Krieger auf Coruscant, um Meister O'Vear zu töten. Besessen vom dunklen Geist Naga Sados griff Gynt seinen alten Meister am helllichten Tage an. Der brutale Kampf der beiden wurde von der ganzen Republik beobachtet. Gynts neue dunkle Kräfte waren stark und doch siegte Meister O'Vear. O'Vears Triumph über die Dunkelheit wurde gefeiert und der Rat der Jedi glaubte, nun sei alles gut. Doch niemand stellte sich folgende Frage: Warum wollte Naga Sados Geist Rache und warum an Meister O'Vear? Die Antwort wird klar, wenn man sich O'Vears Jedi-Vergangenheit ansieht. Sein Vater und Großvater reisten einst ebenfalls zu den Gräbern der alten Sith-Lords. Sie waren Sith-Infiltratoren. O'Vears Mission auf Yavin 4 kam nicht von den Jedi, sondern von seinem wahren Meister, dem dunklen Imperator der Sith. Der Imperator wusste, dass die Geister der alten Sith-Lords eine Bedrohung für seine Rückkehr in die Galaxis ein Jahrhundert später sein konnten. O'Vears Reise nach Yavin 4 war ein Präventivschlag. Naga Sados Grab sollte versiegelt werden, damit der Imperator bei seiner Rückkehr nur die Jedi und die Republik als Feinde hätte. Schade, dass wir die schreckliche Wahrheit über Meister O'Vear erst ein Jahrhundert zu spät erfuhren. Diese Entdeckung wirft natürlich weitere Fragen auf. Welche anderen dunklen Pläne hatten O'Vear und seine Familie? Dies wird der Anfang meines nächsten Berichts.